was geht ab? Wir sind beide noch am Verhungern, ja? Allah, ich breche zum ersten Mal mein Fasten mit Sammy zusammen hier in einem Livestream, Allah. Das ist krass, gell? Ja, wann durfte man denn bei euch essen, Bruder? Bei uns darf man schon um 21 Uhr essen. Und jetzt wegen dir habe ich das immer noch nicht gegessen. Bei uns ist 21.17 Uhr gewesen. 17? Rede nicht von Autofahren, denn du bist erst 17. Du bist so fett, du kannst nicht mal deinen Zip sehen. Ey, ich hau schon mal rein, Bruder, ja? Bah, du machst doch eh nach ex-muslimische Kalender, Bruder. Bei du, dir ist doch wir haben 21.40 Uhr. Welchen buddhistischen Kalender isst du denn? Walla. Also darf ich jetzt was trinken, Bruder? Ja, hau rein. Bismillah, Bruder. Bismillah. Ey, wie heißt das? Der Friede und die Gnade des Herrn. Walla, ich hab einen Jungen getroffen, gell? Ich sag zu ihm, ey, Bruder, wann ist bei dir Sohr, gell? Er sagt zu mir, 2.15 Uhr, Bruder. Ich sag, wie 2.15 Uhr? Walla, das sind so Leute, die spielen Moschee Trommel und so, weißt du? Die dann... Pilze von Mario. Boah, geil. Du bist größer. Aber unten in der Hose, nicht so. Brichst du dein Fasten nicht mit einer Dattel? Eigentlich schon, aber ich hab keine mehr. Packung ist leer. Nee, Packung ist leer. Bruder, warum verschluckst du mich die ganze Zeit, Bruder? Was mach ich, Bruder? Wunder. Ich kann nicht dabei lesen, wenn ich esse, Bruder. Wunder. Lesen, ich esse einfach. Also du brichst dein Fasten normalerweise mit einer Dattel. Richtig, mit einem Dattel und mit einem Ayran oder Buttermilch. Ich hab die Dattel auch noch, der kam so raus, Bruder. Das ist nicht schlimm, das gehört dazu. Hast du auch schon mal einen Wurm gefunden in der Dattel, einen lebendigen? Bei Allah, nein, Sammy, sag nicht sowas, Bruder. Ich schwöre, bei Allah, natürlich, Bruder. Obwohl, ne? Natürlich. Was machst du damit, warum da drin ist? Ich schmeiß die Dattel weg. Bruder, was wenn wir essen, da kommt doch zwischen deinen Zahn raus? Nein, Bruder, guck mal, du musst Dattel immer aufschneiden in zwei Hälften, dann wäschst du die, Digga, machst du die schön, Bruder, babab, dann isst du die. Und am besten noch so eine kleine Walnuss dazwischen. Wow! Ich hab die mal aus Packung genommen, auf Bruder. Packung, okay. Aufgemacht und direkt so reingesteckt im Mund. Aber ist das nicht so? Was trinkst du gerade? Not okay. Junge, so ein Hund, ne? So ein Hund. Der Junge hat richtig verstanden. Was der Junge hat da auch Marketing studiert, Bruder. Der hat einfach Semester übersprungen. Was hast du denn gemeint? Ich hab dich nicht verstanden, Bruder, akustisch. Bruder, darf ich dich auch so von Bibi's Beauty Palace nennen, Bruder? Cool, Bruder, hör auf mit so einem Kack, Digga. Ich muss von dir lernen, Alter. Sag, Pfeffer. Wie der jetzt extra macht, guck mal, wie schlecht. Wie schlecht, der Arme. Ist der hässlich und extra gemacht wird. Guck mal jetzt. Du musst einfach lachen. Und jetzt extra so diese Gurte, so ein Motto, das war gerade wirklich das, der Arme. Das war höhnisch. Ja, komm, Sammy. Ein richtiger Tunze, Hunde. Ey, ich hab Kinder-Kuban schon weiß geholt, ne? Ich hab Ding, Duplo-Kokosnuss geholt. Ballert nicht, ne? Doch. Walla ballert. Das hier, Kinder-Schokobons in weiß. Bruder, warte, das geht so, Bruder. Das kann man nicht so auf Masse essen. Du musst nur ganz wenig essen. Das wird auf Hochzeit bis diese Torte. Wo drei Zähne nachher rausfallen, Bruder. Ich suche ja mal bei Instagram unter dem Hashtag BestAger ältere Frauen und schreib dir an, ne? Und hab ich heute eine gefunden. Weißt du, dass du heute fastest, oder? Ja, aber ich spreche doch nicht mein Fasten, wenn ich jemand anschreibe. Ist mir so. Nein, oh, guck mal, wie die jetzt. Jetzt willst du nicht so. Nein, ich schreibe doch nur so Hallöchen und so. So, hey, wie geht's? Und hab mich. Ich hab auch letztens so ein Hund-Emoji bei denen geschickt. Und dann hab ich gesagt: Ups, mein Hund ist aus Versehen in dein Postfach gelaufen. Bello, komm zurück. Und darf nicht, dass den Hund zurückschickt und sagt, ach, bist du auch Hundebesitzer? Oder bist du Hundesohn? Sag ich, bin Hundesohn. Ey, wie die Stennis dann hochgenommen hat, da habe ich gestern nochmal geguckt. Der hat dein Leben genommen, Bruder. Junge, Lachkick mit der Mailbox, Bruder. Der hat dich so zerstört, ne? Was ist der Unterschied zwischen mir und ABK? Wenn jemand ABK reingelegt hätte, hätte ich gesagt, sag mir, wo. Ich mach IRL-Stream. Sag mir, wo, ich geh hin. Und wenn jemand mich hochnimmt, Walla, der hat dich gefickt, Bruder. Der hat dich gefickt. Du bist dreimal auf den gleichen Witz reingefallen, ne? Mit der Mailbox zusammen. Hast echt dein Handy auf den Boden geworfen? Ja, Walla, ich hab's richtig gedonnert, Bruder. Auf Aggression, aber die sind nicht, diese Lachen verlieren vor Twitch. Trotzdem so tun, als ob es irgendwo witzig wäre. Aber innerlich, man brodelt, man will einfach nur Dinge, so IRL-Streams machen, weißt du? Ey, okay. Corona ist in Holland ist vorbei, Corona, gell?
Oder wenn du nach Holland bist, das ist so, als willst du gerade in die Vergangenheit reisen. Alles auf, gell? Als hätte es das nie gegeben, Bruder. Aber impfen die da auch? Soweit ich weiß, schon. Ich hab gehört, sogar durchgeimpft. Bruder? Mhm. Ich weiß nicht. Aber krass, das ist alles in der Vergangenheit, Bruder. Also die sind schon so an Herdenimmunität dran. Du musst nur so Maske fahren, wenn du in ein Restaurant reingehst und so. Krass. Hast du mitbekommen, was passiert ist? Die haben gestern, oder also heute kam auf jeden Fall ein Artikel online. Die haben, ab 18 darfst du dich jetzt in Deutschland impfen, ohne dass du warten musst. Jenny, du kannst zum Hausarzt. Ja, du kannst zum Hausarzt gehen und kannst die Impfstoff verabreichen, aber von Johns Johnson oder so heißt die Firma. Aus Amerika. Johnson, ja, kann Johnson, ich Johnson oder ja. so. Mhm. Du weißt, also das ist der Impfstoff, der heißt Johnson Johnson. Okay, okay. Ja. Und wie sieht's bei dir aus? Du lässt dich impfen, ne? Oder? Ja, aber bei mir, ich habe mich für einen anderen Impfstoff entschieden. BioNTech oder wie willst du? BioNTech oder Moderna. Ah, Moderna heißt er schon. Moderna. Ja, Moderna heißt er. Moderna, ja. Moderna heißt er. Ja, Ding ist krass. Ja. Ja, ich warte noch ein bisschen. Meinst du? Ja, ich habe keinen Bock, dass ich mich jetzt impfen lasse. Am Ende sagen die, ja, das ist jetzt kein universeller Impfstoff. Ich will einen haben, wo du sagst, ey, den kannst du für alle, weil ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht mit Japan, andere Länder. Manche sagen bestimmt nur der Impfstoff, manche sagen nur der. Und ich will lieber einen haben, wo ich dann weiß, damit kann ich überall hinreisen. Nimm Biotech. Ja, Biotech oder Biotech. Ob Japan oder so generell, ob die das zulassen, ich weiß gar nicht. Ich denke, das ist so der Impfstoff, der am meisten gefragt ist. Darum wartest du auch auf diesen Impfstoff. Nicht wie Johnson Johnson, den kannst du einfach jetzt zum Hausarzt gehen und dir den holen. Aber auf Biotech musst du warten, also du bist auf Warteschleife. Ich hab ein paar Kollegen, ich hab einen sogar, der Arzt ist, der ist direkt reingekommen und so. Also der hat dann für jemanden direkt geklärt, dass du reinkommst und so. Weil die noch Dosen übrig haben. Achso, ja, das geht natürlich. Mit Connection kann, geht alles, ja, ja. Meine Mutter ist ja auch schon seit 2 Monaten geimpft oder so jetzt. Ja, ich weiß deswegen. Also die werden ja eh vorrangig behandelt. Aber ich habe diese Ärztekollegen und wenn ich da mit denen rede, dann rufen die mich, sobald da was übrig ist und dann krieg ich das direkt. Ist korrekt. Oder ist korrekt. Ja, aber bei uns. Was mit deiner Mutter? Will sie sich impfen? Die will eigentlich, aber ich sag halt die ganze Zeit, ey, chill und so, warte noch ein bisschen. Also, guck mal, hattest du Corona, ABK? Ja. Ja, wenn du Corona hattest, dann musst du auch nicht 2 Impfungen machen, dann reicht dir eine. Weil du schon die Antikörper hast. Richtig, quasi, ne? Genau. Die unterstützt dann nur noch einmal die Antikörper. Du musst nicht mehr 2 machen. Wenn du noch kein Corona hattest, musst du 2 machen. So als Sicherheit. Aber ich hab richtig Bedenken, weil der Impfstoff so schnell hergestellt wurde. Bruder, ja, aber wir sind in einer heutigen Zeit, Bruder. Die können Herzen von einem Körper in einen anderen Körper bringen. Ja, aber Impfstoff haben die dann. Aber guck mal, Bruder, da denk ich mir im Kopf, was auch ekelhaft ist, musst du dir vorstellen. Warum machen die jetzt nach dem Motto, ja, für Geimpfte die und die Vorteile und so extra, damit du so ein bisschen sagst, brauch ich die jetzt auch schnell machen und ich so. Ich weiß aber auch warum, weil die Angst haben wegen ihrer Wirtschaft. Ich sag dir, ich weiß, wie du denkst, aber ich sag dir ein Argument, dann wirst du sagen, okay, du hast recht. Wenn der Impfstoff nicht so gut wäre und nicht so sicher wäre, dann hätten die den an irgendwelchen dritten Weltländer als erstes ausprobiert und da wäre nicht Israel. Das erste Land, was komplett durchgeimpft hätte. Als ob die sich dann direkt durchimpfen, wenn der Impfstoff so fragwürdig ist. Sind schlau. Ich mein, du meinst Palästin? Nein, ich meine, Palästin ist leider nicht geimpft. Die israelische Regierung impft Palästin nicht. Und Israel, ich meine Israel, wenn ich Israel sage. Und ich meine Palästin, wenn ich Palästin sage. Das Ding ist, ich denke mir einfach, keine Ahnung, man will auch vielleicht Exempel statuieren und so. Ich bin kein Attila oder so, ne, aber ich weiß nicht, ich chill aber noch ein bisschen, weil ich find das ein bisschen so, dass ich mir denke, boah, das ist noch viel zu früh. Wenn, dass die jetzt natürlich so Leute, die Altenpfleger und so sind, da vorrangig behandeln, kann ich verstehen und so, aber ich selber finde das, Bruder, das ist einfach so schnell hergestellt worden, dass ich mir denke, mein armer Körper, ich werde das nie vergessen, wo ich nach Malaysia geflogen bin. Ich habe dir gesagt, Bruder, ich habe 5 Impfungen machen müssen, ne? Hast du mir erzählt. Man sieht da noch in einem Video, wo ich so eine Impfdose, wo ich das trinken musste, okay, da hat mich halt noch ausgelacht, Bruder, ich habe eine Diarrhoe-Impfung gemacht, ne? Habe ich dir erzählt. Ne, das ist eine, weißt du, was Diarrhoe ist, ne? Du hast mir erzählt, aber ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, du kannst ja, noch mal erzählen. Diarrhoe-Impfung habe ich gemacht, das ist so gegen Dünni, damit du keinen Dünnschiss hast. Habe ich die Impfung gemacht, weil ich hatte Angst, wenn ich irgendwie Fleisch esse, weil das ist ja alles halal in Malaysia. Dann dachte ich mir, boah, wenn ich Fleisch esse, nicht, dass ich dann diese, wie wenn du in deiner Heimat Fleisch isst, dass du so diese Magen-Darm-Dingens kriegst. Bruder, Walla, wenn du Marokko und Tunesien irgendwo Fleisch isst, Walla, da ist Hund, Ziege, alles zusammen. Genau, draußen diese Buchadio, du isst das mit dieser Soße und dann am Ende hast du richtig Dünnpfiff. Ja. Und dann habe ich mich impfen lassen
Ich hatte gar keinen Bock auf Dünnschiss, weil ich mache in Hose und so. Dann aber habe ich das gemacht und seitdem ich diese Dünnschiss-Impfung gemacht habe, diese Diarrhoe-Impfung, ich schwöre dir, ich habe wirklich häufiger in meinem Leben mittlerweile Durchfall als davor. Es ist so Krankendurchfall, das nicht, aber es kommt mir so voll, als hätte ich das häufiger als davor. Okay, vielleicht, krass. Weil ich älter geworden bin, mein Stoffwechsel ein bisschen anders und sonst was, aber krass. Das war mir richtig. Ich hatte auch 6 Monate lang, danach hatte ich schon einmal die Woche so dicke, diese Dünni, Bruder. Auch wenn es jetzt ekelhaft klingt, aber nur halt, damit ihr wisst. Und das hat mir dann so ein bisschen, das ist aber auch normal, glaube ich, dass das so, weil da wird ja was entwickelt in deinem Körper dann, was dagegen hilft. Ey, dein Onkel hat mir geschrieben, Digga. Herfield. Wallah hat mir geschrieben, ich habe ihn noch nicht geantwortet, ja. Der ist Hammer, ne? Der ist Hammer, Digga. Sagt nach Ramadan ein Heineken. Der Junge ist am Ende, das ist so. Der bereut es einfach geheiratet zu haben, Alter. Hör auf, Mann, ja. Der ist Babatief, Bruder. Wallah, der ist Babatief. Wir müssen mehr Videos mit ihm drehen. Oder die Leute wollen den sehen, verstehst du? Weil er ist so real, so. Er ist so einfach, wie er ist, so. Er ist real, 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 Bruder. Aber Bruder, der liebt Aufmerksamkeit. Der ist schon ein bisschen so. Der liebt es, Bruder, ja. Ja, geil, Bruder. Der macht das richtig. Mach, nimm mich auf, mach, lass machen. Ja, normal, Bruder, normal. Mach Story, markierst du meine Kamera. Ja, das ist wirklich so. Meine Maschine, Digga. Ein Ferrari, schon Ferrari. Wallah, er ist so typisch Marokkaner, richtig, richtig typisch, Bruder. Du gibst ihm so einen Finger, der nimmt ganze Hand und noch ein Insta-Story dazu. Ja, der hat auch mit Exmos eine Zeit lang geschrieben. Ehrlich jetzt? Ja, Exmos hat auch ein Video gemacht, der meinte, ich liebe Onkel Hafeld, ich finde, wir verstehen uns richtig gut und so. Ah, stimmt, ja, Bruder, der hat mit Exmos geschrieben, stimmt, Digga. Schot gelacht, aber ja, Dude, ey, okay, seid sehr witzig und so. Ich sage, oh, komm, schreibst du mit dem? Bist du dumm, um das zu schreiben? Wallah, hat er nicht sogar Chats eingeblendet? Nein, gell? Das Video wird gesperrt, wo der über uns beide geredet hat, über meinen Onkel und mich. Ich hab's halt nicht mal gucken können. Ich guck ja erst, wenn ich aufnehme. Ey, Bruder, ich bin so abgefuckt, aber auch auf dich. Warum das denn? Seitdem meine Tochter da ist, du warst nicht einmal hier, Digga. Du hast meine Tochter nicht einmal gesehen, Digga. Ekelhaft bin ich, ne? Ekelhaft, Digga. Du und 2 Freunde, die ich zu meiner Hochzeit eingeladen habe, und du bist einfach nicht gekommen, um meine Tochter zu sehen, Digga. Oder glaubst du mir, dass ich nicht einmal Bock habe, rauszugehen, um einzukaufen? Bitte erzähl mal den Satz mit deinem Ding, was du mir erzählt hast. Aber ich komm rum, Schade. Du wurdest gezwungen. Achso, nein, das kann ich nicht sagen, Bro. Achso, okay. Du weißt, Bruder. Ach, also, ich werde von der Mutter auch gezwungen, zu bestimmten Verwandtschaften zu gehen, die zu besuchen oder so, mich zu melden und so. Du bist so süß, Wallah, du bist so süß, Digga. Du weißt gar nicht. Du bist so süß. Guck mal, wie er sich schämt. Er denkt, wow, Sammy, du hast mich fast gefickt, ich muss mich retten, Digga. Nee, das Ding ist, ich helfe gerne Familie und so, aber ich bin auch so mit Dingens so. Ich sag, wenn ein Problem ist, ruft mich an, ich helfe euch. Das stimmt. Ich melde mich nicht so oft. Wallah, das stimmt. Du musst aber vorbeikommen, ehrlich. Bevor wir am besten noch nach Belgien fahren, dass du da vorbeikommst, wenigstens einmal siehst und so, Bruder, ja? Das Ding ist, ich muss ja alles organisieren für das den Aufenthalt in Holland und so, Bruder. Oder bei mir, ich sag dir ehrlich, Bruder, ich hab letztens auch mit meiner Mutter geredet. Ich dachte so, hey, warum antworte ich auch nie auf WhatsApp und so, bin ich ein Spasti geworden? Außer mir, Wallah, das muss man dir lassen. Ja, die antworte ich natürlich direkt, aber allgemein so, mein Onkel hat schon bei meiner Mutter angerufen und gesagt, ey, der antwortet mir nicht. Und dann hat meine Mutter dem selber gesagt, nein, der hat richtig viel zu tun. Und hast du das eigentlich zu sagen, ich habe viel zu tun, das ist so dieses, jeder Mensch hat zu tun. Aber Bruder, dieses Uni, dann YouTube machen, dann noch da, dann gibst du da Nachhilfe, dann hilfst du kurz dem, dann musst du da was machen, so. Das ist dann so ein bisschen, das fickt manchmal richtig Kopf, dann vergesse ich voll viel, Bruder. Ja, ja. Nee, ABK antwortet mir immer mit Herz und Seele, Digga. Ja, bei ABK auf jeden Fall, safe. Bei Sammy, ich kann kein Deutsch mehr, bei Sammy antworte ich immer. Das ist wirklich schön. Es gibt bestimmt Leute, wo ich direkt antworte. So, meine Mutter, ich gehe direkt dran. Bei Sammy, ich bin direkt da. Und natürlich auch Geschwister, da bin ich auch direkt da. Bei Freunden, dass ich sage immer, wenn Notfall ist, kommt einfach, ihr wisst, wo ich bin. Weißt du noch, letztes Mal, wo ich dein Handy gesehen habe? Du hast einfach so 40 Chats von Denison nicht geöffnet gehabt. So, aber, Digga. Wunder, das ist reingeschissen bei mir. Guck mal, wir sind jetzt hier so. Und Digga, ich denke so oft daran, du glaubst das gar nicht. Ich denke mir, krass, Digga. Ich erinnere mich noch an diesen Spielplatz, wo wir da dieses Video aufgenommen haben. Ja. Wo wir beide keinen Cent hatten, wirklich so. Kein Geld, so nichts, gar nichts. Ja. Niemand kannte uns, wir sind durch Straßen gelaufen, die Leute gucken uns so komisch an, wer sind die Penner und so, dies, das. Machen einfach so Videos und so, dies, das. Irgendwann, Digga, wird diese Zeit ja auch vorbei sein, so. Dass wir so Internetpräsenz haben, ja, so dies, das. Sagen wir mal in 10 Jahren oder so, keine Ahnung. Irgendwann, so, ist auch die Zeit so weg. Und dann, irgendwann, hast du einfach Kinder, Digga.
Und dann werden wir mit unseren Kindern beide auf diesen Spielplatz gehen. Boah. Und die da spielen lassen und dann daran denken. Und boah. Und dann werde ich deinen Sohn Corona-Flaschen geben und so weiter. Weil ich dann sagen, hey, seht, Reh, gib ihm. Ich denke, du wirst zuerst einen Sohn bekommen. Und Rola, ich weiß auch, was du ihnen als Strafe sagst. Sagst du, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, ich schick dich 2 Wochen zu Sammy nach Frankfurt. Dann sag, nein, Papa, Rola, bitte nicht. Doch, du gehst 2 Wochen zu Onkel Sammy. Nein, Rola, help mich, ich will nicht. Weißt du, wie ich meinen Sohn nennen werde? Voll den geilen Namen für den schon. Wie nennst du den? Haarsohn. Abdi! Wie ich dich privat kenne, gell? Du wirst ein Baba-Vater, Digga. Baba-Vater. So privat, nicht dieses ABK in Öffentlichkeit, sondern ABK privat. Du wirst ein Baba-Daddy, Digga. Und das wird dir auch richtig Spaß machen, Digga. Richtig. Wird dir mir Ohrfeigen geben? Du meinst, mein Sohn wird mir Ohrfeigen geben später? Nein, das ist doch nur so Spaß. Aber Jani, so auf Ernst, Real Talk-Basis, du wirst ein Baba-Vater, Digga. Und danke, Bruder, Wallah, Dunshallah, Dunshallah. Hey, ich bin der Meister, Junge, ich hoffe, Koran, Digga. Aber was glaubst du, wo werde ich streng sein bei meinem Kind? Nee, ich denke, soll ich dir genau sagen, Psychoanalyse von dir? Du wirst eh erst ein Kind bekommen, wenn du so mental und psychisch dafür bereit bist. Wenn du dich so ready fühlst, dann wirst du safe loslegen. Und wenn du dann so bereit bist, um die Sache so anzugehen, die Sache ist nur, du hast einen Feind. Und das bist du auch, du selber. Weil du viel zu hohe Erwartungen hast von allem. Du willst immer alles perfektionistisch machen. Du willst dich komplett absichern. Du willst dich komplett so... Aber du denkst, oder du versuchst immer, das Leben so zu lenken, dass du es im Griff bekommst. Aber das Leben lässt sich nicht lenken, dass du es im Griff bekommst. So, Jani, manchmal muss man sich einfach treiben lassen. So. Und irgendwann wird dieser Moment kommen und dann bist du da so mit deinem Kind. Dann wird der Zeitpunkt wird kommen und dann du wirst todeshappy sein. Ich kenne dich, Bruder. Ich bin ein Perfektionist. Du bist ein, so wie ich auch. Wir sind jetzt nicht so, dass wir da nicht mehr schlafen können. Aber wenn wir Sachen machen, die uns am Herzen liegen, dann versuchen wir die schon so perfekt wie möglich zu machen. Ja, Bruder, Bruder, wie oft bin ich am Videos schneiden und sag, schlapp das nicht hoch, schon scheiße. Ich weiß. Bruder, wenn wir in Frankfurt sind, wie viel Minuten zeige ich von dem, was wir aufnehmen, Bruder? Boah, wir nehmen 3 Tage auf, du nimmst 5 Minuten davon, Digga. Danke, nee, ich bin so richtiges Opfer. Ja, ich hab ABK schon studiert, aber er hat mich auch schon studiert. Also wir kennen uns schon ziemlich ekelhaft gut so. Wir kennen uns schon so gut, dass man sich eigentlich denkt, boah, wie ekelhaft der ist, so eigentlich. Was Sammy angeht, also was ich von Sammy gelernt habe. Guck mal, du musst mir jetzt sagen, was du von mir gelernt hast und okay. was ich von dir gelernt habe. Soll ich anfangen? Ich will anfangen. Okay. Ich will anfangen. Ich habe von Sammy auf jeden Fall Straßenintellekt bekommen. Also es ist dieses, Bruder, pass auf, der macht jetzt extra so, damit der Sohn, dieses, dass du Hygiene bist, dass du dich, dieses bisschen abgewichst werden, bisschen vorsichtig sein, dieses, du bist gerade in Frankfurt, Bruder, pass auf, die Politik ist hier so und so, dieses so, du schaust so Straßenstrukturen, so die Kommunikation, die Sprache der Straße zu verstehen und so, dieses, was dahinter steckt und so, wisst ihr, das ist das, was ich von Sammy gelernt habe, dieses so Hygiene sein. Ich habe von AVK gelernt, nicht mehr mit Emotionen zu denken oder aus Emotionen zu handeln, sondern erstmal meinen Kopf einzuschalten und versuchen, mich abzukühlen und diese Lage einmal komplett zu betrachten und strategisch vorzugehen. Nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern ein bisschen schwächen. Dann habe ich noch gelernt, koordinierter zu arbeiten, zielgesetzter zu arbeiten, zielgerechter zu arbeiten, mehr im Fokus zu setzen und die Sache strategisch erfolgreich zu beenden. Ja, nicht so, auf den. Dann habe ich von ABK noch gelernt, wie man alte Frauen auf Spaß, nein. gelernt, wie man außerhalb des Takts rappt. Wie man ich habe von Sammy gelernt, wie man Songs aus Frankreich klaut und dann die Künstler nicht verlinkt. Ich habe gelernt, wie man Autotune benutzt. Baba. Ne? Ja. Ich habe gelernt, auf jeden Fall, wenn ich in ein Auto einsteige, dass ich direkt mein Holz raushole und wenn meine Katze in der Nähe ist, dass ich dann auch. Du gehst richtig auf Ehre. Bruder, du gehst richtig auf Ehre, Bruder. Ich schwöre dir. Ich küsse deine Augen. Wir machen nur Spaß. Alles frei erfunden, Chat. Ich küsse eure Herzen. Alles frei erfunden. Alles frei erfunden. Exit made this.